Ja, wollen wir jetzt mal endlich loslegen mit der Story. Denn im letzten Part hatten wir gerade nichts viel davon. Etwas willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Resident Evil 3. Wir sind immer noch im Spencer Memorial Hospital. Und die Lage sieht hier auch nicht gerade sehr viel besser aus, denn in ein paar Stunden wird Raccoon City durch einen nuklearen Raketenschlag vernichtet und wir müssen jetzt, oder beziehungsweise Jill will Carlos folgen, denn Carlos ist jetzt nämlich unterwegs, denn er möchte nämlich die Beweis liefern für das Government, damit sie den Raketenschlag noch abbrechen. Indem er nämlich den Beweis liefert, es gibt einen Impfstoff für den T-Virus. Währenddessen wir gerade unterwegs auch noch ein paar schöne zusätzliche Waffen gesammelt haben, wie zum Beispiel hier die wunderschöne 44 AE Lightning Hawk. Ich weiß nicht, was das AE bedeutet, vielleicht wisst ihr es genauer. Und mir auch noch eine G18 Pistole, die Feuerstoßmodell noch bekommen haben. Sind mir auf jeden Fall jetzt wieder gut gerüstet, um... Ich laufe natürlich wieder völlig falsch. Sind wir auf jeden Fall für die nächsten Ebenen wieder sehr gut gerüstet, denn wir müssen jetzt nämlich in den Keller des Krankenhauses, denn dort wird anscheinend der Impfstoff noch weiterhin aufbewahrt. Zumindest schon mal die Grundzutaten, mit denen wir den Impfstoff herstellen können. Und jetzt haben wir auch das Achievement Schlüsselmeister und der Dietrich hat endlich seinen Dienst ausgedient. Das heißt, wenn statt den Schock könnte ich jetzt dann demnächst auch wieder den Granatwerfer wiederholen. Aber ich behalte ihn jetzt mal vorerst, falls jetzt demnächst auch wieder mal ein Bosskampf kommt. Da kommt jetzt erstmal zum einen nach dem anderen. Wir müssen jetzt irgendwie in den Untergrund drunter. Und hoffentlich finden wir Carlos noch. Wer weiß, wie viel Zeit vergangen ist, seitdem er uns den Antivirus initiiert hat. Könnten Stunden vergangen sein. Vielleicht sogar Tage. Ich weiß es nicht mehr. Und Röteln sollten wir vielleicht auch nicht. Aber wir wissen ja. Da geht der Kamas. Das scheint eher die Tiefgarage zu sein. Also da, wo sie die Leichen hin platziert hat. Und es würde mich nicht wundern, wenn unter dem Krankenhaus ein Umbrella-Forschungslabor ist, in dem sie den Impfstoff entwickelt haben. Dort unten wird mir wahrscheinlich noch den Impfstoff finden. Aber wieso haben sie überhaupt den Impfstoff entwickelt und wieso sagen sie jetzt demnach, ja, Impfstoff vernichten? Dahinter komme ich nicht. Das sind halt Rätsel, die man nicht lösen kann. Auf jeden Fall ist das der Aufzug, den wir wahrscheinlich in die Labore runterkommen. Es ist auch alles ruhig. Ja. Entweder waren sie A. alle gespielt oder B. es hat niemand nachgeforscht. Wer weiß das schon genau?
Was sind die hier sehr gut ausgerichtet? Oder eher eingerichtet. Ausgerichtet ist ein anderes Wort. So, da haben wir nochmal ein grünes Kraut. Ah, mit dieser Plattform ist er wahrscheinlich nach oben gefahren. Fahren wir auch jetzt nach oben. Da ist sonst nichts mehr, außer dass man da jetzt einfach die Zufahrtsstraße für die Transportlastwagen sieht. Aha, und hier können wir uns wieder neu ausrüsten und wir kriegen wieder eine Gürteltasche mit Chill. So, dann gibt es nur noch zwei weitere Gürteltaschen mit ihr. Gehe ich jetzt bald stark davon aus, außer es gibt noch mehrere. Carlos, was wir mit ihm nochmal spielen dürften. Fahrstuhlnotiz an alle Mitarbeiter. Wir haben ein Problem mit dem Schaltkasten festgestellt, bei dem die gleichzeitige Verwendung von Schwermaschinen ihn überlädt und die Sicherungen durchbrennen lässt. Wenn Sie auf dieses Problem stoßen und den Aufzug nicht zum Laufen bringen können, bleiben Sie bitte ruhig, sammeln Sie die Sicherungen von den im Lager aufgestellten Hilfsgeneratoren und starten Sie damit den Hilfsgenerator so schnell wie möglich neu. Und jetzt kann ich noch eine Aussage korrigieren, die ich mal getan habe. Ist hier in dem Lager, da muss man 5 Sicherungen innerhalb von 5 Minuten finden. Oder mit alle Sicherungen für ein Achievement. Also da habe ich mich vorhin mal vertan. Und ich glaube, damit wir jetzt ein bisschen mehr Slots frei haben, können wir eigentlich mal die Magnum mal vor Edsball weglegen. Oder nehmen wir die mal mit. Ich glaube, ich lege die mal vor jetzt weg und nehme mir wieder. Den Granatwerfer. Mit ein paar Sprenggranaten. Jetzt haben wir ja wieder viel Platz. Was ich noch etwas herstellen möchte, kann ich das noch gerne tun. Und Munition habe ich auch noch genug zur Hand. So, dann speichern wir jetzt das nochmal. Und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Beziehungsweise ob wir jetzt demnächst mal eine Karte von dieser Anlage finden. Okay, da geht schon mal nicht lang zu. Aber hier. Ach, da bist du, du kleine Pissnelke. Okay, das haben wir sonst alles. Das ist wahrscheinlich das Lager. Gehe ich jetzt mal stark davon aus. Hat er wahrscheinlich alle getötet, oder wie? Ja, und das war's mit Sicherungen. I admit, I respect your tenacity. But I'm afraid our games end here. You think this is over? Okay. Das sind auf jeden Fall schon mal die stärkeren Zombies.
mit einer Regenerationsfähigkeit. Das heißt, wir müssen die schnell besiegen, bevor sie sich regenerieren. Oder halt mit Waffen angreifen, die sehr hohen Damage verursachen können. Und wir müssen jetzt hier die Sicherungen finden. Ich glaube, da ist schon mal eine. Und für das eine Achievement muss man das innerhalb von 5 Minuten gemacht haben. Ich werde es natürlich jetzt nicht darauf abziehen, das innerhalb von 5 Minuten erledigt zu haben. Wäre auch bei meiner Situation auch nicht möglich. Es ist natürlich so gut wie möglich, es schnell zu lösen. Der Hund hat mich jetzt vollkommen überrascht. Gut, die halten auf jeden Fall nicht sehr viel aus. Sechs normale Schüsse und dann sind sie auf jeden Fall weg. Die Hunde sind halt nicht sehr stark, ne? Okay, da können wir anscheinend hoch. Oder auch nicht. Er fährt nicht. Gut. Dass es dir deinen Schädel nicht weggepustet hat, das frage ich mich jetzt gerade. Ah ja. Da können wir in der Mitte durch. Das markiert auch das gelbe Band. Solche Stellen, wo man durchkriechen kann. Nein, da will ich nicht nochmal durch. Dachte, da wäre vielleicht noch was. So, dann kombinieren wir das mal. So, da ist sonst nichts mehr. Okay, das können wir schon mal runterfahren. Und damit können wir dann eben hoch. Munitionshalter Flinte. Gar nicht mal schlecht. Einfach wieder ein Upgrade für unsere Pumpgun. Spezialzubehör für die M3 Flinte. Ermöglicht schnelleres Nachladen. Sind einfach nur Zusatzpatronen an der Seite hingeklebt. So, dann hier oben. Okay. So, damit du auch top bist. Dann mach mir mal die Abkürzung auf. Okay, da ist noch etwas. Ja, hier. Blitmoni. Dann können wir auf jeden Fall hier schon mal die Abkürzung aufmachen. Ich glaube, wenn solche Viecher da existieren, da nehme ich doch lieber die Magnum wieder mit. Ich glaube, gegen die ist die Magnum schon eher geeignet. So, wo haben wir die Munition dafür noch? Ah, hier oben. So, zwei Heilungen sind nie schlecht. Vor allem, da ich auf jeden Fall weiß, dass ich dann gleich eine einsetzen darf. Mit 100%iger Wahrscheinlichkeit.
Also Speedrunner werden mit dem einen Achievement auf jeden Fall keine Probleme haben. Aber ich bin hier keiner. Und außerdem ist das sowieso kein Speedrun. Mitarbeiternotiz. 12. September. In N2 aufgenommen. 45 männliche, 32 weibliche. Entsorgt. 60 männliche, 89 weibliche. 15. September. In N2 aufgenommen. 55. 19 männliche, 51 weibliche. Entsorgt. 76 weibliche. Zurückgebracht. 8 weibliche. Nicht infiziert. 22. September zu N2. 25, 22, 15 männliche, 16, 21, 29 weibliche. Entsorgt 6 männliche Exemplare, 9 weibliche. Entsorgungen nehmen täglich zu. Präventiv alle über 30 Jahre entsorgt. 24. September. Nächtlicher Transfer durch Schwester beobachtet. Aufnahme in Untergrundeinrichtung zeitweise ausgesetzt. Sind das sozusagen die Testsubjekte? Ja, und ich glaube, ich brauche jetzt kurz einen Transporter noch. Mit dem hochfahren kann. Ah, das führt uns also dort hinten ran. Diese Sicherung. Da hier haben wir nochmal hochwertige Schießpulver. Sonst hier. Mehr. Hätte wird das hier dann gleich mal infiziert ausbrechen. Okay, scheint normal zu sein. Und geben Sie mir die Sicherung bitte. Ich möchte sie gerne an einer bestimmten Stelle hinlocken, wenn das ginge. Danke. Ich sie hier alle auf einem Platz eliminieren kann. Ach ja. Ich habe nur leider gerade keine Brandgranaten für dich, sonst hätte ich dich instant killen können. Ja, also doch eine dieser Exemplaren. Okay, hochwertige Schießpulver, nochmal Schießpulver, nochmal Schießpulver und ich muss gleich niesen. Scheiße. Auf der Kamera noch muten. So, Problem gelöst. Ja, ich musste wirklich gerade niesen und ich wollte nicht, dass das gerade jeder hört. Jetzt ist halt die Frage, was wollen wir herstellen? Magnum oder Pumpgun? Je nachdem, was da drin ist, können wir es entscheiden. Okay, da ist noch ein grünes Kraut. Wobei, ich habe genug Pistolen. Ja,
Magnum sind eigentlich auch noch besser. Ich mache jetzt ein paar Magnum-Munition. So, und daraus Pistolen. Ja, da war's das auch. Kann ich noch zurück ins Lager gehen und da noch ein paar Pumpgun-Munition rausholen. Was auch kein großes Problem ja darstellt. Und mir sind die Magnum-Munition eher wichtiger, weil die halt mehr Wumms haben. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Parts das gesamte Projekt noch in Anspruch nehmen würde. Wahrscheinlich nicht mehr allzu viel. Ich würde jetzt bald, wenn ich jetzt eine Schätzung abgeben müsste, sag ich mal so etwa 10 Parts. Das ist jetzt mal meine Schätzung. Ich würde jetzt mal 10 Parts schätzen. So, 10 Flintenmuni reichen. Mehr brauchen wir nicht mehr. Und ein paar Pistolen gehe ich jetzt mal ab. So, jetzt. So, die habe ich ja jetzt noch. Habe ich noch eine Handgranate? Ja, nehme ich die raus. Und ich habe noch genug hochwertige Schießpulver, um mir nochmal Magnum-Munition herstellen zu können. Und Sprengstoff Acid, Explosive. Oder wollen wir zweimal B mal kombinieren? Ah nein, das wäre A und B kombiniert. Nein, das wären Brandgranaten. Solche Granaten wären dann mit zwei Einheiten. Ich hätte noch zwei Brandgranaten. Also momentan kraft ich jetzt sowieso gerade nicht. Wenn ich jetzt nicht so viel müsste rausnehmen, hätte ich sogar mehrere Waffen mitgenommen. Aber leider braucht man halt sehr viel Platz. Dann holen wir jetzt mal die dritte Sicherung. Die da unten ist. Haben wir sonst noch irgendwas? Nein. Doch hier. Nochmal normales Schießpulver. Und ein Hunter. Wo hast du dich versteckt? Wartet, ich krieg doch einfach raus. Wir machen das einmal mal auf schlau. So. Jetzt muss ich nur eine geeignete Position finden, von der ich gut schießen kann. Überhaupt?
jetzt ist er tot. Weil ich wollte jetzt kein drittes Magnum-Geschoss für ihn verwenden. Ich höre wieder eine Charlie-Puppe. Oder wie sie auch immer heißen. Deswegen habe ich jetzt auch nur zweimal geschossen mit dem Magnum und den Rest hat toll erledigt. Ah, das. Da ist sie, die Figur. Sowas nennt man nämlich 200er IQ. Lockst ihn einfach her und bekämpfst ihn dann aus der Distanz und er kann nichts tun. Oh, vielleicht noch einer, der gerne sterben möchte. Ne, da ist nichts mehr. Dann haben wir hier noch die letzte Sicherung. Hier könnten immer noch was sein. Weil da immer noch irgendwas rot leuchtet. Oh, das ist halt der Überwachungsraum gemeint. Vielleicht da noch etwas ist. Gehe ich jetzt bald sogar davon aus, dass im Überwachungsraum wahrscheinlich noch welches sind. So, Items. Dann wird es jetzt mal Zeit, dass wir dieses Arschloch umbringen, ne? So, wenn er noch da wäre. Was er natürlich nicht ist. Ach, ich steht auch noch auf. Ich hasse diese Drecksviecher, wenn sie einen aus der Ferne angreifen wollen. So, jetzt ist Ruhe im Karton. So, dann die Sicherungen. Jetzt haben wir eigentlich wieder Strom. Und ich glaube, wir machen... Bevor ich ihn verfolge, überprüfe ich bald das Lager, ob ich noch etwas finde. Weil ich möchte den Part sowieso dann eh gleich beenden. Ich überprüfe jetzt noch schnell, ob ich noch etwas finde. Wenn ich noch etwas finde, dann zeige ich euch es noch, wenn ich dann beende mit dem Part an der Stelle. Ich glaube nicht, dass wir da oben dann noch speichern können. Also ich, wenn ich noch etwas finde, melde ich mich noch mal zurück. Und wenn ich nichts mehr finde, dann war es das auch an der Stelle. Ich werde mich mal vorerst mal verabschieden und würden wir uns dann jetzt sonst im nächsten Part wiedersehen. Ob jetzt noch was kommt oder nicht, das erfahrt ihr dann gleich, wenn noch etwas am Anschluss kommt. Aber ansonsten... sage ich euch schon mal bis zum nächsten Part. Und ciao. Wenn jetzt noch etwas hintran noch kommt, dann merkt ihr es. Ja, da haben wir sogar noch Pistolenmuni. Dieser Ecke. Ja, und das war's auch.
Überwachungsraum ist wieder ein eigener Raum. So, dann können wir jetzt auch auf jeden Fall auch abspeichern. Denn wir haben jetzt auch alles gefunden, was wir finden wollten. Damit ist auch klar, wie es den nächsten Part weitergeht. Dann verfolgen wir diesen Motherfucker. Von Nikolai. Weil ich den Typen einfach nur tot sehen will. Und wer möchte das nicht? So, dann noch einen Schuss raus. Munitiontechnisch bin ich noch sogar gut. Und ich glaube, die Magnum kann ich jetzt auch vorerst wieder weglegen. Wobei. Vielleicht behalte ich sie doch noch. Aber nehme den Granatwerfer noch mit. Und ein paar Brandgranaten für den Notfall. Die brauche ich auf jeden Fall nicht. Die Minengranaten. Vorerst. Können wir das auch so lassen jetzt. Gut, im nächsten Part geht es dann auf jeden Fall weiter. Also bis dann und ciao.